zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es um meine Clip-In-Extensions. Einige fragen mich immer, welche Extensions ich trage, und das sind einmal die Verlocke-Extensions. Verlocke-Extensions. Wer mich schon länger verfolgt, weiß, dass ich Look-Hair-Extensions schon seit Ewigkeiten trage. Ich glaube, Look-Hair-Extensions trage ich schon seit, also Minimum 2 Jahre, ich meine aber sogar fast 3, wenn nicht sogar fast 3,5 bis 4 Jahre. Ihr seht, es gibt was Neues, meine Freunde. Und zwar was sehr Cooles Neues. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Ich hoffe es sehr. Seamless Extensions. Ich werde euch natürlich alles unten verlinken. Ich war, als sie mir das geschrieben haben, weil das ist natürlich wieder eine Kooperation, ich bekomme aber kein Geld für das Video, weil ich einfach nur die Extensions zugeschickt bekomme. Es ist meine ehrliche Meinung und ich muss dazu kein Video machen, wenn mir die Extensions nicht gefallen. Ganz easy. Das Ding ist bei den Extensions, das ist wieder das 55 cm Set mit 220 Gramm, welches ich immer bestelle, allerdings mit Seamless Band. Das heißt, das Band ist so verdammt dünn. Ohne Nähte, ohne alles, einfach nur ein Band. Und ein Band, wo Clips dran sind. Ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Ich hoffe es wirklich. Ich werde es euch jetzt mal versuchen, besser einzufangen. So seht ihr das. Das ist wirklich so dünn. Das heißt, wenn ihr das an eurem Kopf habt, ihr seht es so gut wie gar nicht. Also ihr könntet davon 2 Sets bestellen und alle an euren Kopf machen, ohne dass man auch nur annähernd irgendwas sieht. Ich muss sagen, ich trage von dem ganzen Set jetzt 3 Tressen. Und zwar eine Dreiertresse, 2 Zweiertressen und 2 Dreiertressen habe ich halt hier. Eine habe ich jetzt geholt, um sie euch zu zeigen, was es jetzt gerade geht. Und mehr brauche ich auch gar nicht. Ich habe noch Tape-Ins mit drinne. Und ja, die Clips funktionieren wunderbar. Ihr habt keine Probleme damit, die haken nicht. Ich habe noch nie, glaube ich, bei Look-Hair ein Set gehabt, wo wirklich nur ein einziger Clip hakt, weil die alle super funktionieren. Die quetschen eure Haare nicht so krass ein, dass sie irgendwo hängen bleiben. Die sind nicht unangenehm am Kopf. Ihr spürt einfach die Extensions gar nicht. Und ich liebe das an denen. Es macht so viel Spaß, sie zu tragen, weil es einfach, man sieht sie nicht. Sie sind super dick. Ihr habt voll viel Volumen damit. Und ihr habt einfach traumhaft schöne Haare und ich liebe meine Haare mit Clip-In-Extensions, mit festen Extensions. Ich muss ganz ehrlich sagen, Look-Hair ist einfach die Marke, wo ich schon Ewigkeiten dran kleben bleibe, weil ich finde, sie haben einfach die allerbesten Haare. Es geht nichts über Look-Hair wirklich. Das Preis-Leistungs-Verhältnis bei Look-Hair ist einfach so top, dass man, ich kann einfach nichts dagegen sagen, und das ist auch das, weshalb ich nicht noch andere Marken unbedingt testen will. Das einzige, was ich jetzt getestet habe, war Verlocke. Ja, die Extensions fand ich auch sehr, sehr gut. Hatte ich auch damals schon mal. Allerdings, ich weiß gar nicht, ob ich die damals zugeschickt bekommen habe oder mir sie selber gekauft habe. Auf jeden Fall, ich fand die damals auch gut. Aber Look-Hair ist einfach mein Baby. Ihr kennt das. Ihr mögt bestimmt 2 Mascaras, aber eine ist trotzdem noch mehr euer Baby als das andere. Und das sind einfach diese Extensions. Und da wird auch nie was drüber kommen. Einfach Preis-Leistungs-Verhältnis. Das stimmt einfach. Und das ist halt bei vielen Extensions so, die gefallen mir, aber dann denke ich mir so, nee, ist einfach so. Und ich finde Look-Hair und Desinas 1A top, Desinas Tape-In Extensions und Look-Hair, das ergänzt sich einfach nur perfekt. Die Haare von beiden sind einfach so Hammer, die sind von der Qualität und allem her so, sich so ähnlich, nur halt das Look-Hair Clip-Ins macht und Desinas Tape-In Extensions. Und von daher, ich kann mich einfach nicht beklagen. Ich habe keinen Minuspunkt bei den Extensions und ich wollte euch das einfach noch kurz erzählen, weil ihr kennt meine Reviews zu Look-Hair. Ich bin immer begeistert gewesen und das wird sich auch niemals ändern. Außer die hauen jetzt irgendwas raus, was wirklich gar nicht geht, aber das glaube ich nicht, dass sie das tun werden. Weil das, was sie rausgehauen haben mit den Seamless Extensions, ist einfach nur der Oberknaller. Ihr spürt nichts mehr, ihr habt das so eng an eurem Kopf, dass ihr nicht mehr die Angst haben müsst, dass irgendwo was rausguckt. Ihr könnt das so weit nach oben setzen, wie ihr wollt, ohne dass irgendwas rausguckt. Und das ist einfach nur genial. Ja,
das ist alles, was ich euch zu den Keep In Extensions noch sagen wollte. Alle Informationen, meine Farbe findet ihr unten, weil ich bin nicht ganz sicher, welche ich habe. Ich meine, ich habe allerdings dunkelbraun, bin mir aber nicht ganz sicher, deswegen schreibe ich euch alles nochmal unten rein. Setze euch den Link nach unten, damit ihr wirklich diese Seamless Extensions findet und nicht die mit dem ganz normalen Band oben, weil die sind einfach so viel besser. Es ist so angenehm an der Kopfhaut und ihr habt wirklich keine Probleme mehr, dass irgendwas hängen bleibt, dass sie rausrutschen, rausfallen, weil sie einfach mega fest hier drin sind. Das ist der Hammer. Ich danke euch wie immer fürs Zusehen, hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ihr noch mehrere Videowünsche oder Fragen habt, könnt ihr mir die gerne stellen, fragen, was auch immer in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video und bis dann. Ciao.